Hallihallöche Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda in Skyward Sword im Skyloft diesmal wieder. Ja, im letzten Part sind wir hier stehen geblieben, ich weiß nicht mehr genau, wir haben den Tempel verlassen und sind dann zum Bambustypen gegangen. Da waren wir und heute weiß ich gar nicht genau, was ich tun soll. Wir schauen mal eben, was sich denn so auf der Karte anzeigt. Da hinten scheint eine Kiste zu sein. Die gucken wir uns erstmal an und dann. Genau, wir waren, glaube ich, auch nochmal eine Runde shoppen. Soweit ich mich erinnern kann. Also, es ist halt wieder locker 2 Wochen her, dass ich aufgenommen habe. Und die ganzen Parts, die ich aufgenommen habe, sind auch nicht alle online. Das Erdland existiert also wirklich. Es mag eine Hypnose sein. Aber vermutlich ist das Erdland kein so friedlicher Ort wie unser Wolkenort. Tja, das ist eine interessante Information von dir, mein Kumpel. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen einmal eine Runde nach. Weiß gar nicht, wo wir hinwollen. Die Kiste wollte ich mir angucken, genau. Oh, Schmetterlinge. Ich weiß nicht, ob ich die alle brauche, aber ich denke mal, wir nehmen sie trotzdem mal mit. Warum nicht? Die alten Himmelswalter, ich meine, wir kriegen da sowieso anscheinend ziemlich viele von, aber was soll's. Okay, nochmal einer und der letzte. Vor allem, weil die so schön leicht zu fangen sind. Ich denke aber, nee, doch, wir müssten halt auch noch zur Wüste, zu dieser Dings hier, zur Stadt der Göttin. Da müssen wir halt auch noch hin. Hier hinten ist das Ding irgendwo. Kann ich ein bisschen markieren vielleicht? Nö, das ist hier oben an der Brücke. Wo ist es denn? Das muss ich mal erstmal rausfinden. Ich glaube, ich lasse bei Zelda, glaube ich, lasse ich meinen Popschutz. Was war das denn? Ich hatte gerade ein komisches Geräusch im Hintergrund. Mein Handy war es auf jeden Fall nicht. Moment, wo ist das Ding jetzt? Wo ist das Ding? Da oben irgendwo, nicht? Oder hier unten? Hä? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es einfach nicht! Ich sollte jetzt vielleicht ein bisschen besser zu hören sein. Also nicht erschrecken, wenn ich jetzt anders klinge als eben. Da unten oder was? Aber ich glaube, da kommen wir noch gar nicht rein, oder? Ah, da sind 2 Kisten, okay. Da muss ich tauchen wahrscheinlich und ich komme da noch gar nicht tauchen. Okay, dann kommen wir da noch nicht ran. Dann kommen wir da noch nicht rein. Ich denke mal, das gäbe Sinn, wenn das da halt hinter ist. Ich denke mal nicht, dass ich das irgendwie freispringen kann oder sowas. Wir gucken uns trotzdem mal eben an. Ablegen. Mal gucken, vielleicht kann man die Tür ja aufspringen, aber ich denke nicht. Nö. Okay, dann wird es dahinter dieser Wasserpunkt sein. Da hinten haben wir ja so einen kleinen Brunnen. Kann man bestimmt irgendwie runter oder sowas. Keine Ahnung. Können wir auf jeden Fall erstmal noch nicht machen. Dann lass uns mal zur Stadt der Göttin aufbrechen. Dann können wir da mal schon mal ein bisschen weitermachen. Mal sehen. Gehen wir mal hin. So, auf geht's. Hab ich das schon gemacht? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, wir haben das nämlich noch nicht gemacht. Wir können ja mal hingehen. Sollte ja eigentlich was kommen, wenn... Ob da was kommt oder nicht. Mal sehen. Wir werden gucken. Auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Habe ich eigentlich mein Schild nicht ausgerüstet? Was bin ich denn für einer? Mensch, gut vorbereitet, TK, gut vorbereitet. Wenn jetzt Gandalf plötzlich aus der Ecke gekommen wäre, dann wäre ich tot gewesen. Nur weil ich das Schild nicht anhab. So, nächste Wolkentafel. Oh, flop. Ich guck schon wieder in die falsche Richtung. Ich bin so gut. Naja, ich lasse es jetzt mal so. Ich guck nämlich wieder vom Spiel eigentlich weg, aber eigentlich sollte es ja in die andere Richtung gehen. Ihr wisst, was ich meine. Boah, man kann das ja. Wir sind ja hier unter uns. Dann seht ihr mich halt kurz mal im Licht. Kleinen Moment. Wusch. Und. Hat sich das denn umgedreht? Ich dachte, das ist, wird übernommen wie bei Pokémon. Da habe ich das nämlich auch gedreht.
Ich muss nur halt darauf warten, dass ich das halt in der Aufnahme nicht vergesse. Aber es sollte eigentlich kein Problem sein. Gebiete, ich stelle fest, dass sich in südwestlicher Richtung ein weiteres Loch in den Wolken aufgetan hat. Zieh dich mal so ein bisschen nach hier, weil ich jetzt ja den Platz habe. Es führt dich an einen neuen Ort. Ich empfehle dir, diesen Ort aufzusuchen, sobald du dich auf deine Reise vorbereitet hast. Ja, Fall. Das ist schön. Dann geh mir mal. Gut, das heißt, wir haben die nächste Etappe schon mal freigeschaltet quasi. Okay, ich glaube, das machen wir eigentlich auch fast direkt, oder? Wir sind bei 5 Minuten. Ja, wir haben eigentlich auch nicht Zeit, aber wir können auch erstmal zu den verbleibenden Truhen gehen. Nein, ich möchte nicht speichern oder sowas. Das wollte ich eigentlich nicht. Dann gehen wir mal zur... Ach, wir machen... Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das Display sinnvoll gestalten kann. Aber ich denke mal, es gibt eigentlich immer ganz gut was zu tun in dem Spiel. Zumindest bisher. Die Parts konnte ich eigentlich ganz gut füllen, oder meint ihr nicht? Dennoch bin ich ein bisschen... Oh, Moment, hier ist eine Kiste. Die können wir aber gleich noch gar nicht öffnen. Ja, nee, geht nicht. Das wird nicht gehen, sonst würde ich... Ja, das ist, was mache ich denn da eigentlich? So. Den grünen hatten wir, den roten hatten wir. Das müsste also hier der gelbe sein. Wie. Ich will einmal pfeifen und einmal losfliegen. So, das heißt allerdings, wir holen uns erstmal die verbleibenden Truhen, die ich noch nicht habe. Das sind also hier hinten die und da unten. Bambusinsel. Super schnelle Bambusfelder. Oh, das wird sogar angezeigt. Ist doch schön. Nehme ich die mal weg und setze den hier hin. So. Auf geht's. Wo ist denn der blaue? Hallo? Ich sehe ihn nicht. Ich gehe in die falsche Richtung. Es geht er da lang? Was ist er denn? Da hinten. Ah, okay. Ganz, ganz klein im Himmel zu sehen. Sehr gute Lösung, Nintendo, sehr gute Lösung. Und dann gehen wir doch mal hin. Auf geht's! So, so, auf geht's. Auf zur neuen Reise in The Legend of Zelda Skyward Sword. Wie wir es alle kennen und lieben. So sieht das nämlich aus. Oh, das ist wieder so bestimmt im Weg. Komm ich da gar nicht hin? Oh. Ich komme da wohl hin, aber der Wirbelsturm war halt einfach ein bisschen im Weg. So, wo ist die Kiste denn? Ist die weiter oben? Ist die weiter oben? Okay. Ups. Klatsch. Aber ich mag das. Einfach Link auf den Boden klatschen lassen. Immer eine schöne Sache. Du hast den Queen sagen auf den 100 Rubis. Cool. Und was haben wir hier unten? Das ist irritierend, weil ich da unten hab... ihr müsst wissen, da unten ist mein Gamepad. Also das U-Pad. Weil ich dadurch hier quasi... Na gut, man sieht das auf der Kamera nicht. Hier, doch, jetzt sieht man es ein bisschen. Meine Kopfhörer habe, die sind da unten halt angeschlossen an dem Gamepad, damit ich den Sound habe. Weil das ist einfacher, also das so aufzunehmen, der hört den Sound nicht doppelt. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und... nicht weiter. Dafür muss ich mir erstmal irgendwas zum Tauchen suchen. Gut. Das heißt, wir müssen hier irgendwann nochmal wieder hin. Ist okay. Kann ich mitleben. Das ist, glaube ich, tatsächlich sinnvoll, die Sachen später zu machen. Kann man nämlich alles in einem Punkt machen. Aber gut, da wir jetzt ja in der Nähe sind, holen wir uns auch nochmal hier den zweiten. Einmal losfliegen und dann dahin zur Insel. Wir kennen's ja, das Spielchen. Hey! Na? Was bist du denn hier? Mein Freund. Und wo ist die Kiste? Ist die hier oben drauf? Ja, wir landen einfach oben und können ja sowieso nichts anderes. Bitch. Okay. Auf. Bin ich aber richtig, oder?
Das ist die Insel. Ich kann die klettern. Oh, was ist hier denn? Dann schauen wir uns das nochmal an, nicht? Würde ich sagen. Oder ist das eine Kletterpassage? Vielleicht ein Kletterwettrennen? Wir werden es gleich sehen. Ich muss hier erst einmal rumkommen. So. Ah. Das ist tricky gemacht. Was kriegen wir denn? Ein Schatzmedaille. Trägst du sie bei dir, wirst du häufiger sonst Schätze stoßen. Nimm sie mit. Oh. Oh, hübsch. Das gefällt mir doch, Leute. Das gefällt mir doch. Könnte eventuell nochmal hilfreich werden. Weil wir ja sowieso dieses Material brauchen. So, und was haben wir hier unten? Das interessiert mich natürlich auch nochmal. Das ist eine Blume. Okay. Was ist hier unten? Nichts. Okay, nur eine Kletterpassage und... Jo, ein bisschen... Bisschen Gras. Ja gut, dann auf geht's. Auf geht's zu dem gelben Leuchten. Genau, gelb war das ja jetzt. Und das ist da ganz hinten. Das heißt, wir dürfen einmal quer über das Wolkenmeer reisen und da hinten dann runterfliegen. Ja, okay, dann mache ich mir halt so den Plan, dass wir das halt dann irgendwann später machen. Aber ich glaube, jetzt habe ich sowieso schon 50 Mal oder sowas in diesem Let's Play gesagt. Ihr kennt mich ja, ich vergesse gerne mal Sachen. Was ist das für ein Vogel? Was ist das da hinten? Es ist so viel zu tun hier! Was ist das? Ja, das ist so ein Oktorok. Aua. Wir sehen ein Oktorok. Oktorok-Vieh. Wie Akkadosh angemeldet hat, ich nenne ja gerne alle möglichen anders. Also. Kennt ihr ja von mir? So, dann fliege ich doch mal eine Runde. Übers Wolkenmeer und da schon wieder so bestimmt. Ich weiß nicht, was die Wirbelstürme auf einmal hier suchen. Die waren auf einmal da. Ich denke mal, das ist nur für die Abwechslung. Das ist reine Abwechslung. Mehr will das auch nicht machen. Da da. Ba 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 ba. Wa ba wa ba wa ba ba. Fast geschafft. Wir sind fast da hier, Leute. Wir sind fast da, Mann. So, und dann landen wir mal. Oder wir kommen ja fast an. In ganz kleinen Schritten kommen wir an. So, dann wir mal. Ui, ah, das ist die Wüste. Sind sehr interessante Kombinationen, die sie hier machen. Das wird gleich auch eine sehr interessante Passage alles. Geronimo! Und Paraschall. Okay. Vita Link, ich habe dir etwas zu berichten. Wir sind nun in der Ranel-Mine angekommen. Ranel-Mine! Seit hunderten von Jahren wird diese Gegend nach und nach zu einer Wüste. Ranel-Mine. So, das ist jetzt schon mal der erste Teil von einem ganz, ganz großen Teil. Wie man ja unschwer erkennen kann. Ich schätze, dass Zelda hierher gekommen und bereits auch vorausgeeilt ist. Du, du, du. So, und... Oh, da ist... Moment. Dieses Geräusch, das ist ein Käfer. Das ist ein Käfer. Ah, jetzt ist er weg. Mist. Guck wieder. Neu, neu, neu. Ah. Und Peng und Peng und da ist gar nichts mehr. Ups.
So, haben wir hier noch Bomben. Gehen wir nämlich gerne mit. Das ist irgendwas. Die Roboter scheinen schon sehr lange nicht mehr zu funktionieren. Ich verstehe nicht, was er uns sagen will. Ja gut, ja, Zelda ist hier irgendwo, das ist mir bewusst, Pfeil. Noch mit Bombis. Ich meine, wenn wir schon die Möglichkeit haben, dann nehmen wir die auch mit. Was tun wir uns also einen Ärger mit? Da oben ist halt. Was ist hier? Gesteinsroboter. Okay. Das wird interessant. Hier sieht es ein bisschen so aus wie die Passagen in Twilight Princess mit dem Gleiter. Aber es gibt den Gleiter hier nicht. Macht euch keine falschen Hoffnungen. So, hier haben wir aber. Okay, ich bin gespannt. Ich weiß, dass dieser Tempel interessant war. Mit einer ganz, wegen einer ganz feinen Sache. Werdet ihr noch früh genug kennenlernen. Du hast die Monsterklaue erhalten. Diese Klaue stammt von einem Monster und sieht sehr gefährlich aus. Geil, haben noch mehr davon. Okay, ich nehme mich gerne mit, weil ich glaube, die waren für ganz viele Sachen dabei. Erstmal hier durch die Gegend schieben. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt, wenn ich das alle jetzt runterschubse. Ich glaube, ich muss das aber runterschubsen. Wups! So. So funktioniert die nicht. Eingetötet. Ich hab einen getötet. Sieh einer an. So. Ja, die funktionieren halt so, dass man sie halt nicht angreifen darf, wenn sie elektrisierend sind. Kann man sich aber denken. Gehe ich mal von aus. So, jetzt muss ich die wahrscheinlich hier einmal überschieben. Jupp, das sieht gut aus. Und dann darf ich da hochklettern. Ja. Jep, jep, jep. So soll das sein. So, Link, komm. Auf der Dampfe. Zack. So, und das wäre geschafft. Dann gehen wir mal weiter. Hier sind noch mehr. Oh, und noch mal mehr Schleims. Zack. Na komm. Du wolltest es doch machen. Habe ich doch gewusst. So, komm, komm, komm. So, wenn ich das mittellich platziere, sollte das eigentlich reichen. Zack. Zack. Und weg hier! Aua. Das war. Habe ich mir gedacht, dass das passieren wird. Weil mir sowas immer passiert, Mann. So. Zack. Und nochmal eine Bombe. Und einmal rüberschieben. Was ich. Kann ich da nicht. Auf den Schalter schieben oder sowas? War da nicht was? Nö. Ah, okay. Dann halt ich! Ich glaube, das bringt aber nichts, wenn ich den hier rüber schiebe. Muss man nämlich was anderes machen. Da ist auch schon das bekannte Ding, was wir dafür brauchen werden. Aber was es damit auf sich hat, das werden wir im nächsten Mal sehen von Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Bye bye.